Hallo Freunde, willkommen zurück in Elm Creek. Im letzten Video haben wir den neuen Stall gekauft für die Schafe. Für 1500 Schafe. Und bin jetzt dabei, die letzten Schafe umzusetzen. Die anderen zwei Ställe habe ich schon leer. Das ist jetzt der letzte. Hier ist der neue Stall. Er sieht fast genauso aus wie die andere Stelle, nur jetzt ist das Außenbereich ein bisschen vergrößert. Rechts zur Seite. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Die Füllstellen und so sind natürlich dann angepasst. Also fressen die mehr und geben dann auch hoffentlich mehr Wolle. Was machst du jetzt? Einmal leer machen. Dann schauen wir eben mal, haben wir noch was oder sind wir fertig? Die sind leer, da ist noch was drin. Da sind noch 28 Schafe drin. Die holen wir uns noch. Und dann können wir den Platz machen, können wir die Stelle entfernen. Gucken, dass gerade kein Gegenverkehr kommt. Ja, hätte ein bisschen bremsen können, oder? Siehst du, dass ich da rangiere. So, meine Bäume sind jetzt ein Jahr alt. Die kleinen Dinger hier rechts, hier gerade den Stimmel noch sieht. Aber muss sagen, da passiert nicht viel. Mit einem Jahr bringt das nichts. Also ob das für die Holz Bearbeitung reicht irgendwann. Ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre die brauchen. Ich habe die gepflanzt für das Sägewerk, aber wieder 10 Jahre brauche ich jedes Mal, um Holz zu. Eben, ich versuche es aus. Ich werde das nächste, die Fässer und Palettenproduktion dahinstellen. Das können wir auch noch machen. Und wir haben wieder ein bisschen Geld. Ich muss jetzt nur wissen, die letzten Schafe danach verlegen. Dann müssen wir füttern auf jeden Fall. Ja, zwischendurch gefüttert, damit die ersten schon mal was haben, die haben schon Wolle produziert. Und wenn wir das hinter uns haben, kümmern wir uns sehen, wenn die anderen Stelle da entfernt. Ich habe in dem Stall da noch Platz, die können sich also noch vermehren. Ich werde jetzt keine zukaufen, keine Schafe. Das können sie selber machen. Also nicht zukaufen, sondern sich vermehren. Lass mal die Natur ihren Lauf. So, dann sollten wir alle weg haben, dann haben wir noch einen Stall hier. Dann kann ich den Hänger abgeben, der ist ja nur gemietet. Den brauche ich nicht. Dafür, dass ich das einmal mache, so alle paar Jahre oder viele Jahre, brauche ich den nicht. Dich bringen wir mal eben zur Saatgutproduktion, da steht der Auflieger.
Also manche Traktoren sind beim Kurvenfahren sehr träge, also der reagiert hier doch einiges schneller. So, da steht unser Auflieger. Reise steht im Wasserfass, also hat Gott sei Dank keine Kollision, sonst wäre das mit Autodrive sehr schlecht. Ja, voll ist noch nicht, also. Brauchen noch. Gut, wir entfernen mal eben die Scharfstelle. Und hier leere die einzelnen Paletten noch wegholen. Die stehen im Weg. So, den noch weg. Und den können wir lassen. Das ist ja, den müssen wir lassen. Gut. Dann, wie gesagt, mal eben die Paletten wegziehen. Hier meine ehemalige Wiese. Ich habe sie nicht wieder. Also ich habe gereinigt und seitdem wächst da nichts mehr. Ich müsste neu ansehen, wahrscheinlich ist mit neuen Flügen, Feld anlegen, keine Ahnung. Aber bei will ich ja nicht. Ich mache da meine Produktionen. Da brauche ich jetzt nicht mit hier hinzufahren, das kann ich hier stehen lassen. Hier ist sehr holprig hier. Stell mich mal hier hin. Hast du den Hänger drauf? Genau. Brauchen wir den Gras. Gras. Ich mache fleißig Silage zum Verkaufen und trotzdem ist wieder über 8 Millionen Tonnen Gras. Ich könnte jetzt dann hier meine Hallen hinbauen für die Fahrzeuge, die jetzt wieder zu viel sind für die zwei Hallen, die ich habe. Jetzt habe ich ja Platz. So, also die brauchen auf jeden Fall, ihnen geht's gut. Reproduktion ist auch nicht schlecht. 850, also haben noch ein bisschen Zeit bis 1500. Da können sie schön variieren. Ich denke, ich muss noch mal fahren. Ja, einmal kann ich noch fahren.
hier so. Ich bin die ganze Zeit am Lenken und der macht's nicht. Das, was ich gerade sagte, manche reagieren sehr spät. Ich mag an der Tastatur liegen. Ich spiele mit Tastatur, das ist etwas möglich. Es ruckelt auch leicht. Es ist auch nicht so, das war. Gut. Schau, ob den leer macht, den Hänger. Ja, auf jeden Fall reicht's. Antwort erstmal. Jetzt interessant zu wissen, kann ich eben Holz kaufen? Cheaten kann ich natürlich, klar. Aber hier produzieren wohl was fehlt. Wo kann ich sowas kaufen? Denn auf der Map gibt es einfach nicht viele. Ja, nicht ganz leer gemacht. Nicht viele Bäume. So, ich habe gesagt, ich gucke jetzt mal nach der Fassproduktion. Das ist die Brennerei, die zum Schluss kommt. Jetzt hängt der hier im Zaun. Da muss ich gleich gucken. Papier, das habe ich, das habe ich auch nicht. Sägewerk habe ich. Papier brauche ich dann für die Etiketten. Ich brauche die da. Dann fangen wir damit an. So, da sind wir. Mal gucken. Das ist Anlieferung. Einstellung. Und wo geht jetzt, wo kommt jetzt irgendwas raus? Dies fehlt mir. Da ist ein Trigger zum Abkühlen. Machen wir das mal so. Sieht besser aus, dann haben die gleichen Dinger da neben. Gehen wir ein bisschen auf Malen, damit das hier gleich aussieht. Ja, das mit dem Autodrive muss ich noch korrigieren, weil der fährt hier den Berg rauf. Sollte er nicht, er könnte jetzt schön dran vorbeifahren. Muss er so und so, dann wegen den Silos. Das ist Asphalt.
jetzt da sauber dahin mache. Ja, das mit den sauber ist nicht ansichtssache, aber nicht immer einfach bei mir. Da fehlt mir halt meistens die Geduld. Ich lasse jetzt einfach mal. So, da hänge ich jetzt im Stall fest. Hoffentlich komme ich da wieder raus. Weil ich habe das Talent, mich festzufahren. Schau mal, bitte denn. Nee. Die sind da. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt da fest werde. Gut. Jetzt schauen wir uns mal die Produktion an. Da ist er falsch. Da müssen wir hin. Speicher. Gut. Also meine Kleidung machen wir direkt verkauft, das dauert sonst so. Also ich kann gucken, meine Wolle eben gucken. Denn das wird und wird nicht weniger großartig. Er produziert aber sehr langsam von mir aus. Irgendwann ist es weg, ich verkaufe meine Wolle jetzt so, das dauert alles zu lange. Da ist jetzt die Frage, was mache ich? Ich brauche, das ist meine Produktion für Paletten. Die kann ich aktivieren. Gut. Ich brauche Die macht er ja auch hier beides. Dich und dich brauche ich. Wenn ich den jetzt verteile, nee, ich kann nicht rausgeben. Ich kann den nicht verteilen, ich muss die auslagern. Das wollte ich jetzt nicht eigentlich. Ich mache die mal raus. Kann drei Paletten machen. Mache ich das jetzt mal. Und das da. Den Rest kann ich dann verkaufen. Hackschnitzel, Rindenmulch kann ich verkaufen. Ne? Muss ich dann schauen. Da stehen meine Paletten. Das heißt, ich muss diesmal oben irgendwo hinstellen. Warum fährst du nicht? Ich muss aufpassen, ob diese Bäume nicht irgendwann plötzlich Kollision kriegen, die ich da irgendwo hingesetzt habe.
So, die werde ich jetzt mal eben abladen und gucken, dass ich ans Holz komme. Ich gedacht, jetzt eben gemacht, das ganze Ding hier, aber irgendwo funktioniert es nicht alles. So, der Krachkart ist mein Drucker, der meine muss jetzt reinigen. Das da oben, das kann man eigentlich weglassen, ne? Seht ihr richtig? So, aber neu fahren. Das ist alles nichts hier. Wäre ich runter, wäre ich rauf. Ist egal, ich gucke jetzt erstmal nach den Paletten. Das muss ich mir erstmal angucken hier. Also das funktioniert. Hier sauber drumherum. Jetzt drehen sollen, so wie es aussieht. Hey, jetzt andersrum stellen sollen. Muss ich näher ran. Oh. Ein sehr engen Trigger. Das macht und dann raus. Gut, also das da oben muss ich auch runterlegen. Besten ist einfach, sie es neu einfahren. Dann mit dem großen Föhn, dann können wir Hackschnitzel und sowas holen. Ich habe Geld, ich könnte diese Papierfabrik jetzt auch gleich dahin stellen. Ich weiß ja nicht, was die braucht. Vielleicht kann ich die Hackschnitzel dafür benutzen. Das weiß ich noch nicht. Machen wir das doch. Geld haben wir doch. Gut. So, lassen wir dich mal hier stehen. Du bist leer. Also, was ich gelernt habe, was man nicht machen sollte, ist... So, ich habe jetzt Silo und Fermente dahinter. Ist nicht gut, weil wenn ich Gras drin habe und er fährt beim Silo vorbei und Silo kann Gras nutzen, zieht er mir den Hänger leer, auch wenn ich Fermente reingeschrieben habe. Also passt auf, ob ihr irgendwelche Abgabetrigger hintereinander habt, die sich gegenseitig die Ware klauen. Also das mit der Zufahrt gefällt mir. Könnten wir noch Deko hinmachen, das wäre noch eine Hecke vielleicht oder sowas. Da müsste man weiter ausholen. Ah, okay. Und ich wollte jetzt erstmal gucken, was ich brauche. Machen wir mal Pause hier. Und das machen wir im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Jetzt seid weiter abonniert. Haut auf die Glocke und bleibt gesund. Bis dann.